Wie machen wir eigentlich unsere Radio-Videos? Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Schritt 1, den Arsch hochkriegen. Bei mir ist das ganz einfach. Sobald die ersten Lichtstrahlen meine Haut benetzen, bin ich sofort auf 180. Und dann muss ich nur noch warten, bis Rick wach ist. Und dann, ein paar Stunden später, können wir endlich anfangen. Und zwar mit Schritt 2, Idee und Ausarbeitung. Da gibt es 4 Möglichkeiten. In seltenen Fällen haben wir ein Skript schon perfekt vorgeschrieben und können einfach anfangen. Oft haben wir ein Thema, aber noch nichts dazu aufgeschrieben. Also setzen wir uns hin und arbeiten das ganz ausführlich aus. Gib mir mal ein Wort mit C. Hoden. Okay, jetzt brauche ich noch ein Adjektiv. Sahnig. Okay, dann können wir jetzt anfangen zu drehen. Und am Ende sieht das ungefähr so aus. Wow, wie ausführlich. Oder wir haben kein Thema und suchen eins aus euren Nachrichten und Kommentaren raus. Haben wir schon. Ja, weiter. Oh, das ist gut. Nee, das war nur Penis, nein. Und naja, wenn uns zu keinem Thema was einfällt, dann drehen wir halt so ein Special-Video oder kochen. Der Dreh. Zuerst wird die Sonne aus dem Raum verbannt, denn wir haben geile Kunststoffleuchten. Wir fahren sie ein, wir fahren sie aus, wir fahren sie ein. Nein, eigentlich fahren wir sie nur aus. Die zweite Vorbereitung ist ein kleines YouTube-Geheimnis, damit jedes Video besser wird. Keine Hosen. Also keine ungemütlichen Hosen, versteht sich. Dann wird nur noch die Kamera eingestellt und dann kann es auch schon losgehen. Da steht YouTube drauf. Und Action. Wir nehmen generell jeden Satz einzeln auf und dabei kommen unsere Formulierungen und Witze wie von allein spontan angeflogen. Penis. Perfekt. Obwohl, kannst du noch mal ein bisschen lustiger machen? Brüste! Gold! Zwischendurch streiten wir uns dann über irgendwelchen unwichtigen Scheiß. Sag den Satz mit aber. Und ist aber ein viel schöneres Bindungswort. Das passt gerade viel besser. Aber und hatten wir doch gerade eben erst. Ja und? Aber nein, aber finde ich aber viel besser, aber. Ich sag jetzt und. Und dann müssen wir nur noch das Thumbnail aufnehmen. Hör auf zu lachen, guck böse, du Hoden. Sonniger. Ja und. Und wenn der Dreh dann fertig ist, folgt der Kampf um Leben und Tod, wer den Scheiß jetzt nun schneiden muss. Haha. Die Postproduktion. Warum wir uns darüber streiten, wer schneiden muss? Radioschneiden ist so eine langweilige Routinearbeit, vor allem wenn man das schon 100-mal gemacht hat. Wir haben keinen Spaß an unseren Videos. Nein, wir hassen unsere Videos. Yeah! Und vor allen Dingen Arten von braucht aus irgendeinem Grund 5-mal länger zum Schneiden. Und ich weiß nicht warum. Aber wenn der Schnitt fertig ist, dann kommt etwas, was ich gerne mache. Die Color Correction, die ein Bild von dem in das verwandelt. Und dann kann es auch schon ausgerendert werden. Währenddessen hat man Zeit für andere Dinge. Und nach harter Arbeit kann man sich endlich das Endergebnis ansehen. Heute 10 Arten von sanigen Hoden. Extra sonnig. So sanig. Cheese Nuggets mit Kruste. Perfekt. Ende. Upload. Eigentlich ziemlich einfach. Video hochladen, Tags einfügen und veröffentlichen. Und dann schauen wir beide nur noch, wie es bei den Leuten ankommt. Deine Schuld! Deine Schuld! Ich habe noch eine Lösung. Ich muss dich umbringen. Das war mein Video, wie wir unsere Radio-Videos produzieren. Natürlich etwas überzogen. Ja, was habt ihr dann gedacht, wie wir das machen? Schreibt es in die Kommentare. Keine Angst, uns sind natürlich nicht die Ideen ausgegangen, aber ihr könnt uns trotzdem welche hier schreiben oder bei Facebook. Und falls ihr noch mehr Bock auf uns habt, könnt ihr hier unsere Geschichte auf YouTube nachkugelsen. Und darunter findet ihr unser letztes Video 10 Arten von Großeltern und Rentnern, Bitches. Genau. Wieso habe ich mich Bitches genannt? Das ist fies. Grrrr.